Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Dragonfly unterwegs und wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir nämlich einmal 30 Kisten aus den Mists of Pandaria-Szenarios öffnen und ja, da das Ganze hier die erste Folge dieser kleinen Reihe ist, dachte ich mir, ich erkläre euch erstmal, was sind diese MOP-Szenarien, beziehungsweise was kriegen wir in den Kisten und dann dachte ich mir, komm, wir laufen auch gleich die Szenarien, dass ihr einfach seht, von was ich hier spreche. Das machen wir nur in der ersten Folge. In allen anderen Folgen werden wir dann lediglich einfach nur die Kisten öffnen, aber hier für die erste Episode, um ein bisschen Kontext für das Ganze zu liefern und vielleicht auch so ein bisschen kleiner Guide zu sein für den einen oder anderen, der ja das auch farmen will, ist es, denke ich mal, für den einen oder anderen ganz interessant. Gut, dann gucken wir als erstes rein. Ich befinde mich hier in Pandaria und zwar im Tal der ewigen Blüten, denn da spielt die Musik mit den Szenarien. Kurzer Recap, was sind die Szenarien? Wir konnten in Mists of Pandaria neben Dungeons auch in instanzierte Szenarien rein und die hat man ursprünglich auch über den Dungeon-Browser anmelden können. Mittlerweile geht das leider nicht mehr, wenn wir dementsprechend hier Max-Level sind, beziehungsweise ich glaube auch so, selbst im Low-Level geht es tatsächlich nicht mehr. Die einzige Möglichkeit für diese Szenarios anzumelden ist bei einem Anmelder, den werde ich hier gleich oben zeigen. Ich habe hier meine anderen Accounts schon geparkt, die brauchen wir nämlich dazu noch. Und ja, das zeige ich euch gleich. Was gibt es aus den Szenarien? Früher war es so, dass man am Ende, wenn man so ein Szenario über den Dungeon Browser abgeschlossen hat, wenn dann eine große Schatzkiste gekriegt hat, die hat man quasi aus den normalen Szenarios bekommen. Und aus den heroischen, das waren quasi die schweren, hat man eine prallvoller heroische Schatzkiste gekriegt. Ne? Also da ist halt die blaue Kiste und das ist halt die epische Kiste, um es kurz zu machen. In diesen Kisten sind alle möglichen Items drin. Ihr seht, das sind hauptsächlich Timok-Items. Ne? Jetzt machen wir das hier mal ein bisschen größer. Für alle möglichen Rüstungsklassen sehr viele Items. Hier in der blauen Kiste über 200 und in der epischen ein bisschen über 100. Ein paar habe ich schon, aber das meiste fehlt mir tatsächlich noch. Gut, das Problem ist, da wir uns nicht mehr über das Tool melden können, können wir darüber nicht mehr diese Kisten kriegen. Wir können uns nur noch oben bei dem Typen anmelden, da kriegen wir aber diese Kisten nicht her. Es gibt jetzt nur noch eine Möglichkeit, diese Kisten zu bekommen, und zwar über Quests. Diese Quests können wir aber nur einmal mit dem Char machen. Ich habe es auch schon probiert, mit Party Sync das Ganze anzugehen. Man kann mit Party Sync die Quests dann zwar nochmal machen, kriegt aber die Belohnung nicht nochmal. Heißt, pro Charakter kann man nur einmal jeweils eine Quest machen, um diese Kisten zu kriegen. Ist ein bisschen blöd. Ich werde euch dann aber auch gleich ein paar Tricks zeigen, wie ihr da vielleicht ein bisschen effizienter farmen könnt. Also als allererstes müsst ihr in den Schrein der 7 Sterne als Allianzler oder in den Schrein der 2 Monde als Hordler. Ne? Das ist beides gleich aufgebaut hier in Mists of Pandaria im Tal der Tal der ewigen Blüten, genau so rum. Und dort haben wir in der Mitte einfach hier diesen Hans Wursten stehen und der gibt uns ein paar Quests. Wir brauchen einmal die Heldentaten und da seht ihr, kriegen wir eine HC-Kiste. Ja, dafür müssen wir einfach irgendein HC-Szenario abschließen. Das nehmen wir jetzt mal an der Stelle. Das können wir hier wieder ein bisschen kleiner machen, brauchen wir aktuell nicht. Und jetzt fliegen wir einmal hoch und zwar zwischen diesen beiden Schreinen ist ja einmal unten SOO, ne? Die Raid-Instanz könnt ihr rein. Dann habt ihr Mogushan Palast, war das glaube ich, die 5-Mann-Instanz. Die haben wir hier in der Mitte drin. Und oben drin haben wir verschiedene Anmelder. Und zwar für die LFR-Dungeons zum einen. Hier, ne? Ich glaube der hintere ist der für die LFR-Dungeons, ne? Steht auch dran. Schlachtzugsbrowser. Und hier haben wir Szenario, beziehungsweise heroisch Szenario ist das. Ja, also heroisches Szenario und das ist der normale Szenariotypen. Bevor wir das aber machen, können wir hier die zweite Quest annehmen. Und das müsste die untere sein, der König und der Rat. Dann gibt es nämlich eine blaue Kiste. Diese Quest hat eine Folgequest. Ne? Also da könnt ihr dann nämlich noch ein Szenario laufen und noch eine blaue kriegen. Heißt, pro Charakter, den ihr habt, könnt ihr zwei blaue und eine epische Kiste bekommen. Kleine Randinformation, wenn ihr jetzt beide Quests annehmt, hier haben wir noch so eine Story, aber die könnt ihr euch ja selber anhören, wenn ihr wollt, meldet nicht normal an, sondern wir melden jetzt direkt HC an und hier müssen wir einmal anmelden, blutroter Schnee und das ist
eins von denen hier. Übrigens, die Normal-Szenarien, da gibt es alle, ne? Also da seht ihr, sind wirklich einige. Bei den HC-Szenarien gibt es nur bestimmte. Der blutrote Schnee ist aber im HC dabei. Heißt, wir melden uns jetzt Blut oder Schnee an. Ihr könnt Szenarien alleine anmelden oder mit bis zu 3 Leuten. Also ihr könnt es komplett solo hier reinqueuen oder ihr macht es so wie ich, dass ihr dementsprechend, ich habe mehrere Accounts, die kann ich halt auch parallel mehrere Kisten fahren. Ne? Ist halt für mich effizienter. Wenn ihr wie die meisten Leute nur einen Account habt, dann meldet einfach alleine an. Das ist gar kein Stress. So, jetzt gehen wir hier in das Szenario rein. Hier das erste blutroter Schnee ist eine relativ schnelle Sache. Ja? Ich habe jetzt extra den Hunter als quasi Char genommen. Da habe ich jetzt ein bisschen was gepult. Als Char genommen, den ich hier, mit dem ich hier das Ganze laufe. Schlichtweg deswegen, weil man einfach Sperrfeuer hat, ne, und damit halt irre schnell durchkommt. Ja, einfach rein, Sperrfeuer und gut ist. Ich mache es jetzt aber trotzdem so, dass ich meine anderen Chars hier auf Follow setze. Zum Teil, ne, falls ihr das mit mehreren Accounts macht, manche Szenarios muss man am Ende in der Nähe stehen, sonst gilt der Credit nicht. Das ist vor allem beim zweiten Szenario, was wir nachher machen werden, der Fall. Hier müssen wir jetzt einfach nur so Mobs retten. Ne? Den ersten haben wir jetzt an dem Spieß gehabt, hier den zweiten. Ich glaube, da muss man alles töten, dass man den zweiten rettet. Genau, dann sind wir die nächste Phase. Also ich muss, das Ding ist eigentlich eine relativ schnelle Angelegenheit. Ja? Genau. Ich habe es übrigens getestet, wie das aussieht, ab welchem Level ihr das machen könnt. Hundertprozentig kann ich es euch noch nicht sagen, aber ich habe es relativ nah eingrenzen können. Es ist nämlich so, ich habe jetzt hier lauter Level 70er Chars, ne? Die können es auf jeden Fall machen. Ich habe es getestet mit einem Level 35er Char, der konnte es auch machen, was ich mir auch gedacht habe, denn sowohl bei Dungeons als auch, wie ich schätze, bei Szenarios ist es immer so, und nicht Dungeons, sondern Raids. Man weiß immer, welche Minimumvoraussetzungen ist vielleicht falsch, aber welches Level so ein Raid oder ein Dungeon hat. Wenn man einfach guckt, die Zone oder die Expansion, was die maximale Stufe ist. Ne? Jetzt zum Beispiel in einem MOP, wenn ich jetzt über das Gebiet drüber fahre, ist 30 bis 35. Mit einem 35er Char konnte ich diese Quests annehmen. Mit einem 25er Char ging es nicht. Es kann sein, dass es mit einem 30er auch geht. Das kann ich euch aber nicht hundertprozentig sagen. Ich habe nur einen 25er und einen 35er gehabt. Also mit 35 geht es auf jeden Fall. So viel dazu, falls ihr einen 35er-Char habt. Wahrscheinlich wird es mit dem dann solo schwierig, könnte ich mir vorstellen. Aber mit Max-Level-Char seht ihr hier. Gut, und jetzt seht ihr, erste Szenario direkt abgeschlossen. Jetzt haben wir sowohl einmal die Quest abgeschlossen für den blauen Sack hier, als auch für den epischen. Und ja, jetzt können wir schlichtweg hier rausliefen. Mehr brauchen wir nicht machen. Und können einmal die ganzen Quests abgeben. Ich würde euch empfehlen, erstmal nur die eine hier oben abzugeben. Denn hier gibt es dann eine Folgequest. Also die geben wir einmal ab. Und ihr seht, wir kriegen eine Folgequest. Dafür müssen wir dementsprechend ein zweites Szenario machen. Jetzt ist es so, die andere mit dem heroischen Beutel, da gibt es keine Folgequest. Ne? Dementsprechend könnt ihr jetzt eigentlich gleich das nächste Szenario anmelden. Das geht aber auch relativ schnell. Und jetzt können wir eigentlich auch Normal-Szenario machen. Brauchen jetzt nicht Normal-HC-Szenario. Als nächstes brauchen wir Herz Pandarias. Ich habe das jetzt mit allen meinen 3 Chars angenommen. Und dann können wir jetzt hier mal gucken. Oder ich weiß gar nicht, ob es im Mythic auch dabei ist. Das ist es nicht. Herz Pandarias, da haben wir es. Genau, das können wir dann auch wieder anmelden. Und ja, nach ein paar Sekunden kommen wir rein. Also ihr seht, wenn wir so ein Szenario abschließen, dadurch, dass wir es hier anmelden, kriegen wir leider keinerlei normale Belohnung. Das ist halt wirklich nur von diesen Quests. Deswegen ist es halt wichtig, dass ihr die vorher annehmt. Sonst macht ihr das halt alles komplett umsonst. Außer ihr wollt halt Achievements zum Beispiel in Szenarien machen. Ne? Da gibt es ja auch die ein oder anderen. Das wird dann tatsächlich noch was bringen. So, in dem zweiten Szenario haben wir hier unten einen Balken. Das ist jetzt so ein bisschen im Interface reingebackt. Den müssen wir quasi leeren, indem wir einfach hier diese Elementare umhauen. Mehr ist es tatsächlich nicht. Danach müssen wir ein bisschen was einsammeln. So, jetzt muss ich mal gucken. Der Balken ist weg. Jetzt müssen wir so einen Mob besiegen. Ah, der ist das. Okay. Und ja, jetzt kommt der Teil, wo wir ein paar Sachen eintüten müssen. Da haben wir jetzt 50 Artefakte.
wenn ihr quasi auch mit vielleicht Freunden hier reingeht oder Leuten, die ihr kennt, ne, die Artefakte kann quasi jeder einsammeln für diesen Bonus hier. Wenn man jetzt hier wie ich alleine ist oder mit seinen Accounts auf Follow, dann muss man halt einzeln das machen, aber es geht relativ zügig. Diese gelben Dinger bringen ein bisschen mehr, seht ihr? Die haben, glaube ich, 5 gebracht und die anderen bringen halt immer 1. Also das ist eigentlich auch eine relativ schnelle Angelegenheit. Außerhalb von Transmog gibt es hier übrigens über diese Beutel leider nichts. Also es ist kein Mount, Pad oder Toy drin. Ich bin aber jemand, der aktuell auch viel Timok sammelt, ne? Und dementsprechend bin ich da so ein bisschen dran. Aber wie gesagt, es gibt halt auch in den Szenarien theoretisch einige Erfolge, die man abschließen kann, sowohl in den normalen als auch in den heroischen Szenarios. Also wenn ihr da noch was offen habt, dann ist es eventuell für euch auch interessant. Seht ihr, da habe ich jetzt auch gerade irgend so ein Special-Teil eingesammelt und habe ein Achievement bekommen. So, sobald wir hier einmal alles eingesammelt haben, müssen wir jetzt eine Mauer zerstören. Und zwar ist die Mauer hier in dem Gebäude drin. Und da müssen wir als nächstes rein. Wichtig hier in dem Szenario, ich habe jetzt gerade meinen Priester nochmal nachgeholt. Hier ist es so, wenn man zu weit vom Endboss entfernt ist, der jetzt dann da hinten hinter der Mauer ist, da muss man ein bisschen aufpassen, denn dann zählt der Abschluss nicht. Ne? Das ist mir das letzte Mal, wo ich hier drin war, passiert. Ich habe das jetzt nach langem mit einer Gruppe Charge schon mal ausprobiert, schlichtweg, um nochmal so ein bisschen zu wissen, was hier abgeht. Das letzte Mal war ich hier in Mist of Pandaria drin, ist dann doch schon ein Ticken her. Und das ist mir vorhin auch passiert. Da habe ich einmal den einen Char, den ich noch hatte, irgendwo da hinten stehen. Das hat da nicht gezählt. Also AFK am Anfang, wenn ihr das mit mehreren Accounts macht, schlechte Idee, dann kriegt ihr den Abschluss schlichtweg nicht. Ja, solange die hier in der Nähe sind, passt das. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier rein. Und dann müsst ihr da gleich einen Boss spawnen. Den holzen wir um. Und dann haben wir das zweite Szenario auch abgeschlossen. Also ihr seht, das geht relativ zügig, das Ganze. Das einzige Problem ist halt wirklich, mit einem Char könnt ihr das nur einmal machen. Danach seid ihr gelockt. Ich persönlich habe jetzt sehr viele Charaktere, also ich kann das einige Mal machen. Ihr könnt das, wie gesagt, mit 35 geht es auf jeden Fall. Vielleicht geht es auch mit 30. Das kann mir vielleicht einer in die Kommentare schreiben, der zufällig eine Stufe 30 Char hat. Ne, wäre auf jeden Fall interessant für, denke ich mal, die Community. Genau, den haben wir umgehaut. Zweite Quest ist auch fertig. Und jetzt können wir hier eigentlich wieder rausleaven. Bringt natürlich, wenn man es abschließt, auch nochmal ein Achievement. So wie alle anderen Szenarios, falls ihr das noch offen habt. Genau, dann gehen wir her und geben da oben einmal das Ding ab. Leider gibt es jetzt keine Folgequest mehr. Das ist irgendeine aus dem Kunlai-Gipfel. Die ist jetzt für uns uninteressant. Und als nächstes können wir runtergehen. Und zwar wieder zurück in den Schrein und die andere Quest abgeben. Wie gesagt, Hordler haben dementsprechend einfach ihre Quests halt in ihrem Schrein. Der ist ja quasi genau gleich aufgebaut wie der von Allianz. Da habt ihr auch in der Mitte einfach den Typen stehen. Um das jetzt hier auch farmen zu können, wenn ihr vielleicht nicht, wie ich, viele Chars habt, beziehungsweise was ich bestimmt auch schlussendlich machen werde, sich Testchars zu erstellen. Und das kann ich euch vielleicht nachher auch nochmal zeigen, wie das genau geht. Ich denke mir, die meisten wissen es. Vielleicht gibt es ein paar Leute, die es nicht wissen. Da können wir einfach mal reinschauen. Also, jetzt geben wir das ab. Dann haben wir 3 Kisten. Und die machen wir jetzt schon mal auf und gucken mal. Ich habe gesehen, in den blauen ist leider nicht immer ein Gear-Teil drin. In den epischen scheint es schon der Fall zu sein. Vielleicht, was noch halbwegs interessant ist, ist sich einmal hier den richtigen Loot-Spec einzustellen. Wegen den Gear-Teilen ist es egal. Bei den Waffen hat es manchmal eine Auswirkung. Ich bin mir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sicher, ob das 100% nur danach geht. Ne? Manchmal ist es bei Loot so, dass es quasi nach der eingestellten Spezialisierung geht. Manchmal ignoriert es auch komplett und ihr kriegt alles Mögliche. Genau, jetzt machen wir hier mal auf, schauen, was haben wir drin. Okay, also da hatten wir schon mal einmal Hände drin. Die brauchte ich auch noch vom Timok. Habt ihr den Sound gehört? Wunderbar. Ein Teil haben wir schon mal. Ah, ich habe Luck. 2 Kisten, 2 Items. Sehr schön. Und Kiste Nummer 3. Und ein Gürtel. 3 von 3. Das ist doch wunderbar. So muss das sein. Gut, genau. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das gedauert hat. Ich bin jetzt, na gut, Viertelstunde bin ich schon aufnehmen. Ich denke mal, man kann schneller machen, ne? Jetzt habe ich noch viel nebenbei erklärt und so. Aber es geht, ne? Also man ist da halbwegs zügig drin. Ich habe ja meine anderen Chars noch mitgezogen. Da gibt es auch noch ein paar Kisten. So, jetzt zeige ich euch mal schnell, wie das mit den Test-Accounts geht. Und zwar könnt ihr euch Test-Chars erstellen, indem ihr einmal hier unter neue Charakter geht.
dann hier Klassenprobe anklickt und dann könnt ihr hier einfach ganz normal den Namen eintragen, Charakter so auswählen, wie ihr das haben wollt, beziehungsweise könnt ihr natürlich alles andere auch auswählen, ist vollkommen egal, Horde, Allianz, ne? Könnt ihr eine Klassenprobe auswählen. Der Char ist automatisch auf Stufe 60 und ihr kriegt auch halt so ein Stufe 60er Starter-Gear. Wichtige kleine Information, den Char könnt ihr maximal 4 Stunden, oder? 4 Stunden waren es, glaube ich, spielen. Ist aber jetzt hierfür irrelevant, ihr braucht ja nur maximal eine Viertelstunde. Ihr stellt den Char und ihr könnt in der Woche maximal 8 Testchars erstellen. Das geht jetzt nicht so, ihr stellt ihn am Dienstag und dann mit ID-Wechsel habt ihr wieder 8, sondern von dem Zeitpunkt aus, wo ihr den Char erstellt, sind es halt genau eine Woche, dass ihr wieder 8 erstellen könnt. Ja? Und das geht für jeden einzelnen Char. Also habt ihr quasi 8 innerhalb von 7 Tagen, ne? Unabhängig von IDs. Und ihr könnt in der Stunde nur 4 Stück erstellen. Heißt, wenn es hier eine Viertelstunde geht, stellt ihr die ersten 4 und dann ist halt von dem ersten abgemessen die Stunde wieder rum und ihr könnt nochmal 4 erstellen. Ja? Oder ihr macht es auf 2 Tage, bleibt sich vollkommen egal. Aber schlussendlich könnt ihr 4 Stufe 60er Chars erstellen in einer Woche, beziehungsweise halt in einem 7-Tage-Rahmen. Genau. Und ja, dann könnt ihr, wenn ihr die Chars nutzen wollt, dementsprechend dann ein bisschen Szenarios laufen. Ich werde es jetzt so machen, ich erstelle mir die Chars, laufe dann parallel mit meinem Main-Account mit den Test-Chars quasi die Dungeons, beziehungsweise die Szenarien und lösche dann die Chars einfach wieder. Und jede Woche mache ich das mit den 8 Chars, beziehungsweise nehme dann halt immer noch, weil auf dem Main-Account ich ein bisschen mehr Chars habe, halt mit einem den Main-Account mit und nehme halt auf den anderen die Test-Chars. Und so kann ich halt über längeren Zeitraum, ne, halt immer mir ein bisschen diese Beutel farmen. Gut, soweit zur Erklärung. Sollten da noch Fragen offen geblieben sein, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt die restlichen Kisten noch auf. Ich habe ja jetzt noch 3 auf dem anderen Hunter, beziehungsweise 3 auf dem Priester. Und dann werde ich halt einfach noch ein paar mehr Runs laufen. Die werde ich euch nicht mehr zeigen. Ich denke mal, das Grundprinzip sollte klar sein. Dann machen wir jetzt dann einfach nur noch die Kisten auf. So, dann auf dem nächsten Char. 3 Kisten haben wir schon da. Kiste Nummer 1. Da geht's schon schlecht los. Da war nichts drin. Kiste Nummer 2. Ach, 9, ein Hals. Der bringt mir keinen T-Mock. Das kann halt auch drin sein, ne? Da können halt alle möglichen Slots drin sein. Jetzt habe ich die Hoffnung auf die epische Kiste. Oi, das hatte ich schon, oder? Da kam jetzt kein Sound. Nee, das hatte ich anscheinend schon. RIP! Dann haben wir den dritten Char. Geben wir das gleich nochmal ab. Und ich hoffe, hier habe ich ein bisschen mehr Glück. Kiste Nummer 1. Da war jetzt ein Item drin. Nummer 2. Da haben wir nur ein grünes Teil. Das ist jetzt uninteressant. Und die epische. Da war auch wieder was drin. Gut, dann gucken wir weiter. Gut, ich bin mit der nächsten Runde an Chars durch. Jetzt gucken wir mal. Diesmal mit einem Leder-Char. Wir haben wieder 3 Kisten. Oh mein Gott, ich habe einen Ring gekriegt. RIP. Kiste Nummer 2. Ein Ledergürtel, den kann ich brauchen. Und was haben wir da noch drin? Eine Axt. Die hatte ich anscheinend schon, die Axt. Schade. Was ist denn das? Das ist jetzt eine einhändige. Na gut, ich habe Windwalker quasi drin. Mal gucken. Ob ich jetzt irgendwie dann mit den anderen Chars noch eine Waffe kriege, die ich quasi eigentlich mit dem Spec nicht kriegen müsste. Dass ich halt quasi weiß, okay, muss ich den Loot-Spec anpassen oder dementsprechend halt auch nicht. Dann habe ich als nächstes noch einen Magier. Und was haben wir da Schönes drin? Einen Stoffgürtel, den ich anscheinend schon hatte. Einmal nichts und Schuhe. Die hatte ich noch nicht. Wunderbar. Zumindest ein Item. Und der letzte Char ist jetzt hier, ne, ein Test-Char. Ihr könnt es vielleicht am Namen erkennen, da haue ich einfach irgendwas in die Tasten. Der wird jetzt dann eh wieder gleich gelöscht. Interface brauche ich da auch keins, der ist ja nur auf Follow. Guck mal, was mal da schön ist. Achso, der hat nicht mehr Auto-Loot, ne, da muss ich nur alles klicken. Wobei, du kriegst sogar auch ein bisschen Gold aus den Kisten. Die Schuhe konnte ich brauchen. Und die Hände konnte ich auch brauchen. Das hat ja 250 Gold. Ohne Scheiß. Ich glaube, ich trade die sogar rüber.
Also ist jetzt nicht viel, ne? Aber... Ach nee, das kann nicht traden, stimmt. Ich hab's vergessen. Testchars können ja nichts traden. Okay, never mind. Die 250 Gold, die müssen wir dann wohl doch loswerden. Ich kann es euch jetzt gleich zeigen. Also, ne, das ist jetzt hier einer von den Testchars. Die kann ich jetzt eigentlich direkt nehmen, löschen. Und soweit ich weiß, sind die auch nicht hier bei der Wiederherstellung drin. Ne? Also, wenn ihr die einmal gelöscht habt, sind die weg. Aber wie gesagt, ihr könnt halt 8 Stück in der Woche einmal erstellen. Und wenn ihr die löscht, man braucht die ja für nichts mehr. Die nächste Runde ist durch. Jetzt schauen wir mal. Einmal erstmal auf dem Hexer. Das war schon mal nix. Kiste Nummer 2. Auch nix. Naja, zumindest eine HC-Kiste, oder? RIP. Da war ein Dolch drin, den ich auch schon hab. Ach, das ist doch beschissen. Ich habe schon ein paar von den Waffen aus dem Mega-Dungeon bekommen, ne? Die können ja da unter anderem auch drin sein. Naja gut, gucken wir auf den nächsten. An Testchar habe ich mir jetzt diesmal einen Hunter erstellt. Jetzt gucken wir mal, vielleicht da ein bisschen mehr Glück. Die Schusswaffe hatte ich anscheinend auch schon. Okay, interessant. Dann einen Ring. Und zumindest die Schuhe gaben ein T-Mock. Schauen wir mal, was hat der Worry noch drin? Nix. In der Epic-Kiste haben wir die Schuhe. Und in der zweiten blauen ist auch nichts drin. Puh, das wird, denke ich mal, ganz schön lang dauern, wenn das so weitergeht. Gut, dann schauen wir mal den letzten Char noch. Dann müssten wir nämlich die 30 Kisten haben. Also, wir haben diesmal einen Leder-Char. Eine blaue Kiste mit nix. Dann nochmal eine mit einer Quest. Die hatte ich schon mal drin. Ja, die kann ich nicht annehmen. Die ist anscheinend... Also, wenn, dann gibt es die nicht mehr oder die ist verpackt. Und die epische... Ah, die hat eine Brust, die ich noch brauchen kann. Na, wunderbar. Juti, das war's jetzt mit den 30 Kisten plus, ja, der Erklärung am Anfang, die das Video jetzt ein bisschen gestreckt hat, aber vielleicht hat es den einen oder anderen interessiert, warum ich das Ganze auch hier farm, beziehungsweise wie das funktioniert. Ja, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, wenn noch Fragen offen sind, schreibt die gerne in die Kommentare und ja, sonst sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin, ciao.